So Leute, kommen wir zum nächsten Punkt, der von den meisten unterschätzt wird, der aber extremst wichtig ist. 3 Tage leben wir ohne Wasser. Kinder, einen Tag. Das Problem ist auch, wenn du einen Tag nichts trinkst, kriegst du Durst, du kriegst Kopfschmerzen, du bist nimmer du selbst. Du hast nicht mehr die volle Power. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum ist der wichtig? Weil die meisten Wasserversorgungen eben für 24 Stunden Notstrom versorgt haben. Manche haben das gar nicht. Das heißt, euer Wasser wird irgendwann mal ausfallen. Wenn euer Wasser ausfällt, fällt natürlich auch die Klospülung aus. Das heißt, um die 2 Punkte müssen wir uns dringend kümmern. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Die einfachste ist natürlich, das BBK sagt ja, man soll ungefähr 2 Liter pro Person für Notfall bereithalten. Für 10 Tage waren es 20 Liter. Ich empfehle also eher über 30 Liter. Das heißt, wer zum Beispiel diese Sixpacks Wasser da nimmt, das sind ja 1,5 Liter Flaschen, für, ich weiß nicht, 1,20, der braucht pro Person mal mindestens 4 fürs Trinkwasser. Dann haben es 36 Liter. Damit ist er schon mal für den ersten Part relativ gut versorgt. Hat natürlich ein Platzproblem, wenn ich 4 Personen habe und ich muss da 16 von diesen Sixpacks lagern, den Platz brauche ich. Wer nicht so viel Platz hat, den empfehle ich sich eine Wasserkanister, die brauchen einfach weniger Platz. Die füllt man mit normalem Leitungswasser und um die haltbar zu machen, gibt man Chemie dazu. Dazu kommt ihr eigenes Video. Ich nutze hier Micropur Forte Tabletten. Aus dem Ganzen, es gibt die normalen Micropur, die wären eigentlich für den Fall sogar besser. Die haben halt zusätzlich noch den Vorteil, ich kann auch, wenn ich mal irgendein anderes Wasser habe, kann ich das Viren und Bakterien freimachen. Es ist halt aber auch Chemie mit drin. Aber so ein Kanister halt dann locker mal ein halbes Jahr, ich habe schon mal nach über 1,5 Jahren rausgetrunken, funktioniert also auch noch. Der nächste Punkt ist, ich gibt viel Wasser in der Umgebung, das muss ich mir aber erstmal trinkbar machen. Und ich habe im Wasser immer 3 Gefahren. Das eine sind eben Feststoffe, also größere Stoffe wie Larven, wie Würmer, wie sonstige Geschichten. Das nächste sind halt dann Giftstoffe, die da drin sind, wie Chemie, medizinische Rückstände etc. Und das dritte sind Mikrolebewesen wie Bakterien, Viren etc. Um die rauszuholen, brauche ich einen sogenannten Wasserfilter. Hier bitte immer darauf achten, dass er dreiphasig ist. Das bedeutet, die erste Phase ist ein Vorfilter, die hilft gegen die Grobstoffe. Die zweite Phase ist hier ein Aktivkohlefilter, das ist dieser Teil. Das hilft gegen sehr viele dieser Giftstoffe, Schwermetalle, Blei, sonstiges, wäre hier sehr zuverlässig reduziert, nicht rausgefiltert, reduziert, aber auf ein Maß, dass es trinken kann bei den meisten. Die Aktivkohle ist natürlich schon beruhigend, gell? Ja. Und hier habe ich eben dann noch diesen Mikrofilter mit drin und das sind einfach ganz kleine Löcher und die sind so klein, dass dort weder Bakterien noch Viren durchkommen bei diesem Filter. Viele haben einen Säuer Mini, ist eine gute Sache, der Säuer Mini kann aber nur Feststoffe und er kann Mikrolebewesen, er kann aber keine Giftstoffe. Hier gibt es einen Trick, aber wie gesagt, da kommt ein eigenes Video. Viele von euch haben einen Aktivkohlefilter daheim und zwar diese Britta Wasserfilter, wie es so schön heißen. Da ist Aktivkohle und Ionenaustauscher drin. Die kann man super verwenden, um sehr viele Giftstoffe aus dem Wasser rauszuholen. Dazu kommt ein eigenes Video, deswegen abonnieren. Da werde ich mal sagen, welche Wasserquellen sind nicht trinkbar, zum Beispiel. Und? Schmackelt da die Song einwandfrei. Okay. Viele Quellen sind trinkbar, zum Beispiel eine Regentonne, vielleicht ein kleiner Bach, den ich eben mit so einem Wasserfilter trinkbar machen kann. Ich erkläre euch, was können die Tabletten, was kann ein Wasserfilter, was kann dieser Wasserfilter und was können die nicht. Sehr wichtig zu wissen. Dazu gibt es ein eigenes Video. Das kann ich euch nur empfehlen. Kanal abonnieren und Glocke drücken, weil sehe ich Videos, zeigt euch YouTube ungern an. Deswegen die Glocke, dass ihr informiert habt. Also hier Empfehlung, Wasser, ob in Kanister oder in Sixpack, hier ist ein Platzproblem immer, logischerweise. Übrigens wird das Wasser auch nicht schlecht, das ihr da habt, weil ihr kennt das aus den Kanister zum Blumengießen hernehmen. Dann wird es wieder neu nach einem halben Jahr. Ihr kennt das Wasser ja einfach trinken, das ihr gekauft habt und kauft dafür wieder Neues. Also ich mache das auch so, eine neue Packung kommt, die kommt ins Lager und aus dem Lager nehme ich eine wieder raus. Fertig, ein rollierendes System. Kostet mich dann im Endeffekt gar nichts. Und das finde ich ganz cool. Dann natürlich in irgendeiner Art und Weise die Toilette. Wenn ich genug Wasser habe, weil ein Bach vorbeifließt, kann ich die normale Toilette hernehmen. Ansonsten Campingtoilette oder im schlimmsten Fall einfach Abfallbeutel, die ich über mein Klo drüber stülpen kann. Das zeige nein. Ich muss mir dann aber überlegen, wohin entsorge ich es. Aber wie gesagt, dazu kommt ein eigenes Video.
So Leute, jetzt kommt erst der Punkt, an dem fast jeder immer als erstes denkt, wenn es um Notfallvorsorge geht, ums Essen. Wir schaffen aber 3 Wochen ohne Essen. Problem dabei ist, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und das stimmt leider. Das heißt, der Körper fährt dann runter, wir haben nur noch 60% Leistungsfähigkeit. Und gerade in der Krise kann es ja sein, dass ich sogar mehr leisten muss als normalerweise. Also sollte ich was essen. Es gibt jetzt so 1 Million verschiedene Möglichkeiten, wie ich hier Vorsorge betreiben kann. Es gibt den sogenannten rollierenden Vorrat. Das bedeutet, ich kaufe im Supermarkt einfach statt einer Dose, kaufe ich mal 2, eine stelle ins Regal rein. Irgendwann habe ich genug und wenn ich dann eine neue Dose kaufe, stelle ich die neue Dose ins Regal. Aus dem Regal nehme ich die gleiche Dose raus, die aber schon älter ist, sodass das immer durchrolliert. Da wird nichts schlecht. Das kostet mich im Endeffekt keinen Cent. Ich spare im Endeffekt sogar Geld, weil es wird ja immer alles teurer. Und ich kaufe quasi jetzt schon billiger ein für die Zukunft. Also das kostet gar nichts, ist natürlich eine coole Sache, aber ich brauche auch den Platz dafür. Und B, ich muss mich darum kümmern, weil sonst wird das Zeug da hinten alles schlecht und bringt nichts. Und wir werden das Thema Fire-and-Forget-Vorrat, wie ich das immer nenne, das heißt am Vorrat, den ich mir einmal kaufe, da gibt es ganze Pakete, wo zum Beispiel für eine Woche alles Essen mit drin ist, fertig. Dann habe ich hier so einen Eimer und mit diesem Eimer kann ich letztendlich eine Woche überleben, wenn ich ein bisschen Wasser noch dazu habe. Coole Sache. Ist natürlich was anderes, kostet um Welten mehr, muss man ganz klipp und klar sagen, hat aber den Vorteil, es hält 15 Jahre. Eine Möglichkeit, die ich definitiv schon mal empfehlen kann, ist Y-Food. Ich nutze das mittlerweile seit, ich glaube, fast 2 Jahren mittlerweile, Mittag im Büro. Und der Vorteil ist, da ist jetzt viel Luft drin, aber das ist ein Vorrat, der einer Person für mindestens 4 bis 5 Tage reichen würde. Dieses kleine Päckchen hat 1,5 Kilo, ist nicht allzu groß. Vorteil an dem, das ist vollwertige Nahrung. Das ist nicht so wie diese normalen Pulver, diese Energiedinger oder sonstiges, sondern es ist vollwertige Nahrung und hat den Vorteil, es sind insgesamt 26 Mineralstoffe und Vitamine mit drin. Das heißt, gerade wenn ich mich auf Notfallvorsorge vorbereite und irgendwelche Notnahrungen habe, da ist oft nicht diese Vitamine drin, die wir mit normalem Essen zu uns nehmen. Und dann ist das natürlich als Platz dazu. Wenn ich hier noch einen Kanister mit 15 Liter Wasser dazu mache und 3 sichere kleine Packungen, dann habe ich letztendlich für, sag mal, 10 Tage, 12 Tage kompletten Vorrat. Allerdings sage ich auch gleich dazu, ich würde nie nur auf ein Pferd setzen. Ich würde immer grundsätzlich verschiedene Sachen haben. Einfach, du isst ja nicht jeden Tag das Gleiche und jeden Tag Y-Food, auch wenn es 3 Geschmacksrichtungen hat. Ich esse zwar jeden Tag, aber ich esse halt auf Nacht dann was Gescheites noch dazu. Oder ich frühstück was anderes. Und deswegen würde ich nie auf ein Pferd setzen, sondern immer das als Ergänzung zum Beispiel, finde ich super. Kostet, haben 17 Mahlzeiten drin und eine kostet dann mit meinem Rabatt Chiemgau 10, kostet das dann nur 1,52 pro Mahlzeit, ist also auch noch halbwegs verträglich von den Kosten her. Und schmeckt relativ lecker, was ich auch beachten muss, ich brauche 4 Mahlzeiten am Tag anstatt 3. Was ich ebenfalls empfehlen kann, das sind diese Riegel von Y-Food. Ich habe zum Beispiel Salty Caramel and Chocolate. Ich habe letztes Mal den Haselnuss gegessen. Hey, der schmeckt ja mal richtig geil, muss ich sagen. Das sind kleine Mahlzeiten. Das heißt, hiervon brauche ich mehr. Die habe ich zum Beispiel immer im Rucksack drin. Auch hier der Vorteil, ich habe einfach 26 Mineralstoffe, Vitamine mit drin. Ist natürlich nicht mehr ganz so billig, aber relativ leicht. Ist also von dem her ganz coole Sache, muss ich sagen. Ist aber nur eins von 100.000 verschiedenen Sachen, die man machen kann. Dazu gibt es dann ein eigenes Video, wo ich mal die Vor- und Nachteile von den einzelnen Sachen, auch was ist was platzmäßig, geldmäßig, wie kann man das machen. Was man hier beim Übrigen nicht vergessen darf, warme Mahlzeit ist richtig gut. Ihr habt es gesehen bei Seven vs. Wild, als ich der Fritz Meinecke mal diesen Himbeer-Ding, was er da gemacht hat, einfach mal warm gemacht hat. Es ist einfach was ganz anderes. Also bitte denkt dran, wenn ihr Dosen noch habt, dann müsst ihr irgendwie warm kriegen. Es schmeckt um Welten besser. Also so ein kleiner Gaskocher etc. Irgendetwas aus dem Campingbedarf für 20, 30 Euro. Wie gesagt, ihr findet alle Sachen bei mir im Amazon-Shop. Ihr findet viele Sachen bei Soraya. Bei Soraya gibt es nur mit meinem Code Chiemgau10 auch 10% Rabatt auf das Ganze, wer das bestellen möchte. Ihr könnt es aber natürlich überall anders bestellen. Ich zwinge ja keinen dazu, was mir mal vorgeworfen wird. Gut. So, dann kommen wir nun zu einem Punkt, der sehr, sehr unterschätzt wird immer, an den die wenigsten denken. Das ist zum Beispiel Tod durch Langeweile. Ich überspitze jetzt mal. Tod durch keine Information. Tod durch Psyche. Tod durch
Technik-Turkey, wenn man so schön sagt, wenn man auf Entzug ist vom Handy, vom Internet, von sonstigen, alle diese Dinge sind sehr wichtig. Fangen wir mal mit Licht an. Ich habe selber jetzt gemerkt, bei uns ist die Straßenbeleuchtung vor kurzem mal für 2 Tage ausgefallen und die Miri musste dann um 5:30 in der Früh rausgehen, das war stockfinster, sie hat gesagt, sie hat keine 5 Meter gesehen. Natürlich hat die Miri von mir natürlich mehrere Taschenlampen und das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, ihr braucht mehrere Taschenlampen. Und ihr braucht Taschenlampen, die auch funktionieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie oft ging es mir früher? Es war Stromausfall, ich wollte meine Taschenlampe, zuerst mal was nicht gefunden, dann war die Batterie leer, dann musste ich die Batterie nur suchen und das alles im Finstern mit vielleicht einem Feuerzeug etc. Macht euch die so, dass ihr die auch im Dunkeln findet und kauft euch mehrere. Ob ihr euch gleich Olei kauft, zur Profi-Taschenlampe oder andere, das ist jeden sei auch. Wichtig ist, dass ihr mehrere habt, und zwar so einen ganzen einfachen Grund, ich kann den Raum ausleuchten. Denn wenn es finster ist, spielt uns die Psyche einfach brutale Streiche. Wenn es hier draußen hat und ihr hört dann plötzlich Geräusche, die ihr noch nie gehört habt. Die waren zwar immer da, aber die fallen einem nicht auf. Und dann steht da vielleicht jemand, wartet, wer auf mich. Und dann ist natürlich cool, wenn ihr eine Taschenlampe habt mit hoher Reichweite und einfach hier zweimal aufs Knöpfle drückt und dann ist es plötzlich taghell und ich denke mir, ah, war nur eine Maus, war nur ein Eichhörnchen, war vielleicht nur der Wind. Man weiß es ja nicht. In der Krise ist das alles noch viel, viel schlimmer. Diese Psyche wird total unterschätzt. Also das heißt, eine Lampe auf alle Fälle wichtig. Welche immer, da wird es ein eigenes Video dazu geben zum Thema Licht natürlich nochmal. Genau. Der nächste Punkt gehört auch zur Tod durch Psyche. Es ist finster, es ist kalt in der Wohnung, du hast Hunger, du hast Durst und du weißt nicht, wie lange dieser Zustand anhält. Unser Wunsch nach Information ist in so einem Fall noch viel größer, als er das normalerweise ist, Freunde. Und das muss man natürlich definitiv auch bedenken. Und deswegen sorgt es vor mit zum Beispiel einem Radio. Radio ist der einfachste Weg. Die Radiosender, zumindest manche, sollten bis zu 7 Tage weitersenden. Und dann weiß ich zumindest, wie schaut's aus, wo ist das Ganze, ist ein großer Blackout, ist es nur bei uns, kann ich vielleicht 3 Ortschaften weiterfahren und habe dort wieder Strom, wie auch immer. Vielleicht gibt es lokale Nachrichten von den Behörden vor Ort, die dann eigene Radiosender betreiben, die dann sagen, du pass auf, wir haben da und da Stelle eingerichtet, da gibt es dieses und jenes und und. All diese Dinge sind einfach wichtig, Information ist ganz wichtig. Ich nutze zu dem Thema zum Beispiel hier meine kleinen Baufengs, die habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Die haben eben den zweiten Vorteil, dass ich in der Krise damit auch kommunizieren kann, wenn zum Beispiel einer aus dem Haus geht, weil er irgendwas macht, Spaziergang oder er will irgendwas erledigen. Dann kann er zumindest den, der daheim ist, noch Informationen geben, wenn irgendwas ist, wenn er zufällig verfolgt wird von irgendeinem. Auch das sind Sachen, an denen man leider mitdenken muss. Ich muss diese Sachen natürlich auch irgendwann vielleicht mal wieder aufladen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es beginnt mit so ganz kleinen Powerbanks, nur bitte hier nicht dran denken, dass dieses Solar euch irgendwie großartig was bringt. Ich habe eine mit 4 Panels, die bringt ein bisschen was. Damit kann ich zumindest im Sommer mein Handy durchgehend funktionieren. Und Handy ist ihm dann wichtig, zum Beispiel gerade für die Junkies unter uns. Ich kann zumindest vielleicht irgendwelche Spiele, die auf offline gehen, auf dem Handy anschauen. Ich kann mir vielleicht irgendwelche Videos, die ich mir gespeichert habe. Ich kann mir Fotos anschauen, die ich da drauf gespeichert habe. All das hilft unserer Psyche enorm, um die Krise kleiner zu machen. Sagen wir es mal so, wie es. Wer es natürlich auch nochmal größer haben möchte, ist halt dann zum Beispiel so eine Powerbank wie hier, diese Checkery 500. Damit kann ich natürlich nicht nur das Handy aufladen, ich kann vielleicht sogar mal die Xbox mal für 1-2 Stunden am Tag aufladen. Wenn ich die mit Solar wieder lade, sehe ich ja dann, was kommt an Solar rein, wie viel kann ich verwenden, wie viel nicht. Gibt es ja auch in verschiedene Größen. Kosten natürlich dementsprechend, desto größer das ist, auch mehr. Mehr Zeit im Ding zeigt, in meinem Prepper-Wing wird nämlich so ein Ding eingebaut. Nächster Punkt, tut doch Langeweile. Man unterschätzt es vielleicht jetzt, wie viele Stunden dass man am Tag am Handy ist oder im Internet oder sonstiges. Alles funktioniert nicht mehr. Kein Fernsehen mehr, kein Nix mehr, kein Netflix, kein Sky, kein sonst was. Es funktioniert ja nichts mehr. Außer man hat so wie ich Notstrom und eine Satellitenschüssel. Ja, dann kann man zumindest weiterhin Fernsehen schauen. Für einige Wochen. Hier empfehle ich auch so Sachen wie die gute alte Spielesammlung, Freunde. Ja, dann kann ich mich halt mal mit der Familie hinsetzen und mache irgendwelche Spiele oder sonstige Geschichten, um die Langeweile einfach zu unterbrücken. Deckt es also auch an sehende Sachen, dass ihr irgendwas daheim habt, Bücher, sonstiges, Schulbücher für die Kinder, die dann vielleicht einfach das lernen können, was sie sonst nicht machen, weil jetzt haben sie ja Zeit und WhatsApp, Internet ist ja momentan nicht da. Für die Junkies unter uns natürlich Kaffee, für mich extrem wichtig und ich muss das Ding ja irgendwie machen können.
Ich habe dafür eben so eine Powerbank, mit der ich meine Kaffeemaschine betreiben kann. Leute, ich bin beeindruckt, ich kann Kaffee! Ja! Man kann aber auch irgendwelche Pulverkaffees sich holen, dann kann man unter Wasser warm machen, das geht auch und dann kann man das machen. Natürlich für die Raucher, ihr solltet jetzt auch ausreichend Zigaretten daheim haben, sonst ist die Krise gleich nochmal schlimm, wenn ich gleichzeitig nur auf Entzug gehe. Ein weiterhin wichtiger Punkt, wer auf medizinische Geräte angewiesen ist. Also, ich glaube, in Dresden war es vor kurzem, dieser Stromausfall war, gab es über 25 Anrufe beim Notruf nach einer halben Stunde. Sie bräuchten irgendwie Notstrom, weil ihre medizinischen Geräte die Akkus nicht so lange halten. Freunde, wenn ihr darauf angewiesen seid, dann besorgt euch Notstrom. In welcher Weise auch immer. Es geht um euer Überleben. Da muss ich halt mal ein paar Mark investieren. Mir hat vor kurzem jemand angeschrieben, gut, klar, die PowerOak AC200P, die kostet einen Haufen. In so einem Fall ist das aber meine Lebensversicherung zum Beispiel. Oder ein Notstromaggregat, wenn es möglich ist. Und. Aber wie gesagt, dazu kommt ein eigenes Video. Also hier meine Empfehlung, Licht ausreichend, immer mindestens 2-3, weil einer geht vielleicht mal aufs Klo, dann hat der andere kein Licht mehr im Wohnzimmer. Du musst vielleicht mal, du hörst was draußen, da merkst du sehen, was ist da los und mit der Kerze siehst du halt nicht wirklich weit. Radio, fürs Handy, es gibt so viele Sachen, die man mit dem Handy offline machen kann, da habe ich mein eigenes Video dazu gemacht mit 15 Dingen im Blackout, die man mit dem Handy machen kann. Dafür brauche ich aber Ersatzstrom, damit das Ding auch länger als vielleicht einen Tag gerade hält. Dann Spiele, Sonstiges, Kurbelradio, was es da immer gibt. Hierzu gibt es im Übrigen zu dem Ganzen gute Tipps vom BBK, es gibt diese Broschüre für den Katastrophenfall, da ist eine Checkliste mit drin, wo ihr das machen könnt. Das ist die Anfängerversion, die fortgeschrittenen Version findet ihr bei mir auf der Homepage kostenlos zum Download unter outdoor-kimgau.info und der Ausrüstung könnt ihr die euch downloaden. Und da haben die wichtigsten Sachen mit drin, die ich empfehle, ich sage zum Beispiel für mindestens 3 Wochen sich vorzubereiten, weil ja bis zum Wiederaufbau einfach einige Zeit vergeht. Und da steht eben drin, an was man so alles denken muss. Zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt ist, was viele vergessen, Treffpunkte ausmachen. Wenn jetzt Vormittag dieser Blackout kommt und es kommt vielleicht kein Bus mehr, wie kommen die Schulkinder heim? Darüber sollte man sich mit den Kindern mal Gedanken machen. Man sagt, ihr bleibt da, ich hole euch ab. Oder ihr geht zu Fuß heim, wenn es nicht so weit ist. Oder. Sowas in die Richtung sollte man sich vorher einfach mal Gedanken machen, wenn kein Bus, keine Bahn mehr fährt, wie kommen die Leute heim, wie komme ich von der Arbeit heim, wo kann ich denjenigen abholen, wenn der zum Beispiel mit dem Zug in die Arbeit fährt, wo ist der Treffpunkt, wo ich sage, okay, hier außerhalb von der Stadt treffen wir uns, dort hole ich dich dann ab. Ihr seht, es ist eine ganze Menge, es kommen jetzt noch viele Videos in diese Richtung dazu, deswegen Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen, YouTube zeigt sich in den Videos leider nicht gern an, freiwillig, also muss man mit der Glocke ein bisschen einen Klaps geben dem YouTube. In diesem Sinne, wenn Fragen haben, ab in die Kommentare und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Servus!